Just Cooked Alive, glaube ich. Kann sogar auch sein, dass es andersrum war. Karl Presents. Super, super, super. Just Cooked Alive. 3 out of 10. Okay, dann ändere ich mal kurz den Titel. Just Cooked Alive. So. Dann gucken wir doch mal hier rein. Ich resette einmal den Timer. Nabend, Sayo Simon. Hier müsste ich auch schon einmal reingeguckt haben, glaube ich. Nee, habe ich. Oh, habe ich noch gar nicht. Ui, na dann starten wir einfach mal in diesen Troll-Hack rein. Mario is red, don't you be blue, 'cause we've got plenty of car money just for you. Okay. Ja. Okay, dann gucken wir mal, was der kann. Just Cooked Island. Ja, 3-3-3-3-3-3-3-3, gut. Gucken wir rein. Immerhin sind wir mit Nicht-Yoshi. Okay. Also, das tötet einen instant. Hätten wir das schon mal rausgefunden. Wir müssen also nach oben. Wir müssen nach oben. Und da, oh, was ist denn da alles? Da ist ein P-Switch. Und da ist noch irgendwas hinter dem P-Switch. Sieht aus wie ein Yoshi. Und die Items drücken mich in den Mancha. Okay, also ich muss ganz schnell wieder nach unten. So. Und jetzt töte ich dadurch Scheiße. Ich töte den Yoshi. Aber ist ja erstmal egal. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann kann ich durch die Pipe. Ui. Dann kann ich hier auch wieder. Ah, da brauche ich. Ich brauche den Yoshi, okay. Weil sonst kann ich nicht diesen Block da fressen. Scheißigen Ball da. Okay, das hat geklappt. Jetzt kann ich den ja hier mal abstellen. Jetzt kann ich den mitnehmen. Okay. Ja. So, jetzt muss ich aber wieder groß sein. Wir haben ja gelernt, mit dem Yoshi, der Damage kriegt. Ein großer Yoshi, der Damage kriegt. Genau. Was ist denn, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe? Dann komme ich nach da oben und kann den das fressen. Das war falsch. Okay, vielleicht sollten wir erstmal gucken, was da überhaupt oben in diesen Fragezeichenblöcken drin ist. Das sollten wir vielleicht erstmal rausfinden. Nein! Oh, ich wollte schon wieder nach rechts laufen. Aber ich muss ja erst wieder nach unten und dann nach rechts. Okay, das ist schon mal nervig, der Anfang. Der Anfang ist schon mal scheiß nervig. Nein, ich habe den Yoshi nicht. Man muss den Yoshi mitnehmen, ja. Man muss den Yoshi mitnehmen. Und ganz schnell nach unten. So, genau. So. Jetzt gucken wir erstmal, was da oben drin ist. Aber wir dürfen auch noch gar nicht groß, sonst kommen wir da oben nicht ran. Da ist ein Chuck. Ah, der Chuck. Guck mal, der Chuck macht das kaputt. Dann können wir das jetzt hier nehmen. Wartet mal, will ich den jetzt? Muss ich ja, oder? Nee, das war, glaube ich, falsch. Das war, glaube ich, falsch. Wartet mal. Wenn ich den jetzt kick, der kann ja die On-Off-Switches nicht auslösen, oder? Mist. Das war eh falsch. Warte mal, ich kann hier vielleicht einfach rüberspringen. Mist, so nicht. Okay, das war aber, glaube ich, falsch mit dem Cooper. Ich glaube, den einfach zu fressen ist, glaube ich, nicht richtig. Das hier ist kein Troll-Level, das ist ein Rätsel-Level. So, hier kam der Chuck raus, oder? Ja. So. Dann hier das mitnehmen und jetzt aber, glaube ich, ohne den, oder? Ja, guckt mal, jetzt kann ich den da rumbekicken.
Jetzt habe ich das offen. Und wir nehmen Yoshi mit. Yoshimitsu, so. Jetzt da runter und... Nein! I must go, my people need me, Yoshi. Tschüss, Yoshi, what the fuck? Und ich lebe sogar noch. Okay, das war, glaube ich... Ich glaube, wir dürfen Yoshi da nicht... Kann man hier nicht sterben? Nö. Ich glaube, wir dürfen... Ja, wir dürfen hier Yoshi anscheinend nicht verlieren. Wir dürfen Yoshi hier nicht verlieren, weil dann müssen wir... Hä? Wir kriegen den ja nicht... Warte mal, wir kriegen den ja nicht groß. Wie kommen wir denn da ran? Wir brauchen ja einen großen Yoshi, oder nicht? Wir brauchen einen großen Yoshi. Also das war schon richtig, dass der groß geworden ist. Aber dadurch, dass der irgendwie sich so in dieser Wand festgeglitscht hat... Hä? Oder müssen wir selbst groß sein? Oder muss der Yoshi groß sein? Zum Glück läuft er immer erstmal nach links. So, und jetzt nach links, genau. Aber was bringt mir das jetzt? Hallo, löst das doch mal aus. Wie kriege ich jetzt brauche ich einen großen Yoshi. Weil jetzt muss ich ja einen Yoshi-Jump machen irgendwie, oder? Oder muss ich mir den Pilz holen und mich ganz schnell weg? Wo ist denn der drin überhaupt? Hier. Ah, guck mal. Aha, ich habe was gecheased, glaube ich. Ich habe was gecheased. Können wir da überhaupt ran? Oder muss ich hier einen Yoshi-Jump machen? Nur das hat mal geklappt, auf jeden Fall. Irgendwie. Aber ich muss groß sein. Brauche ich jetzt... War das jetzt richtig? War das jetzt richtig was? Warum sind hier zwei Pilze? Oh nein! Und der natürlich ist der böse Pilz viel schneller als der liebe. Oh, ich hasse, warum, was, wo haben die überhaupt diese blöden lilanen Giftpilze her? Und warum müssen die alle überall einbauen? Shit, falsch gemacht. Nein, diesmal wollte ich schnell machen und den Yoshi vorher wiederholen. Okay, lieber auf safe machen. Der geht jetzt erstmal nach links, dann nach rechts. Den ablegen, den holen, den rüber, den dahin, den so. Jetzt hier runter. Hier kann man aus irgendeinem Grund nicht sterben. Jetzt den holen und schnell wegdrehen. Gecheased. Und jetzt können wir wieder diesen Jump... Das sind auch Trollblöcke. Ich dachte, man muss abspringen, während man noch über diesen Blöcken ist. Aber jetzt habe ich definitiv zu spät gedrückt. Und ich habe die nicht ausgelöst. Das heißt, das sind Trollblöcke hier. Elast Symmetry jank ist, wenn eine Stelle so kaputt ist, dass die jedes Mal anders reagiert, obwohl sie es gar nicht dürfte. Also wenn irgendwas so programmiert ist, dass obwohl man immer das Gleiche macht, aus irgendeinem Grund unterschiedliche Sachen passieren.
Also zum Beispiel, wenn du irgendeine Stelle hast, wo du ein bestimmtes Setup machen müsst, irgendwie ein Spin-Jump an einer bestimmten Stelle abspringen oder sowas, dass dieser Sprung, obwohl du das schon 100 Mal vorher gemacht hast und immer wieder exakt gleich drückst, dass trotzdem manchmal der Sprung einfach nicht funktioniert. Das ist jank. Also wenn ein Level so gebaut ist, dass das failt, obwohl du eigentlich alles richtig gemacht hast. Und dass es so ein bisschen glückbasierend ist, dass das überhaupt klappt. Und ja, also dass wenn du 10-mal das gleiche machst, dass trotzdem nicht 10-mal auch das gleiche passiert. Das ist jank. So, wartet mal. Kann ich hier wieder zurück? Ja. Dann schnell weg. So, nein. Jetzt und zurück. Ja. So, wartet mal. Der ist solide. Nein! Ach, ich muss also ganz schnell weiter nach rechts. Nein. Nein, warum? Ich wusste das. Wir haben schon in dem Just Cook Level in Karls Toilet gesehen, dass man groß sein musste, um was kaputt zu machen. Und dann war das trotzdem irgendein Troll und das war gar nicht so, wie man dachte. Scheiße. Aber bis dahin haben wir es jetzt schon mal gecheckt. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Das hier ist also ein Troll, ja, ist tatsächlich, wow. Ob das so gedacht ist, dass man das so macht, wie ich das mache. Aber ich wüsste nicht, wie man sonst an den... an den Pilz rankommen sollte, um Yoshi groß zu machen. Yes, nein! Shit! Wartet mal, wie höre ich das denn auf? Wie höre ich das denn auf, dass ich am Ende in die... dass ich am Ende in die Tür kann? Da waren so verschiedene Pfeile und an einem Block... Scheiße, auf einen Block haben beide Pfeile ge... ich hatte den sogar gerettet. Auf einen Block haben beide Pfeile, haben zwei Pfeile gezeigt. Vielleicht muss man da anhalten oder irgendwie sowas. Vielleicht gibt es da einen Block, auf dem man anhalten kann. Ach shit, das wollte ich... Oh, jedes Mal will ich da irgendwas versuchen, wie man schneller machen kann. Um einfach den Yoshi schnell wieder zu holen. Obwohl das ja gar keine Zeitersparnis bringt, wenn ich den Yoshi einfach vorher schon wieder hole. Nein. Zum Glück kann man da nicht sterben, ey. So, hier sind jetzt, guck mal, hier sind überall Pfeile nach rechts und da kommt irgendwann am Ende ein Pfeil nach links. Hier. Nee. Wo kann ich denn da aufhören? Ich weiß, wie. Ich bin nur ein Vollspast. Ich muss doch gar nicht nach da unten. Ich kann doch einfach nur den obersten Block zerstören. Und dann einfach. Und dann gar nicht erst da runter gehen. Oh, ich bin so ein Vollidiot. Oh, das. Okay, das ist, glaube ich, nicht mal ein Troll. Das ist einfach nur dämlich von mir, glaube ich. Na gut, ist schon ein Troll, weil man nicht damit rechnet, dass man diese Zementblöcke da zerstören kann, aber... Hier, ich kann doch jetzt einfach das auslösen und hier aufhören. Und jetzt kann ich doch hier runter. Aber was heißt dieser Pfeil hier? Der hat mich getrollt. Der Pfeil in die andere Richtung. Ob man hier stehen kann. Nein! Oh, scheiße! Ich bin so doof! Da wäre es ja gar nicht dran gedacht. Ich bin so ein Vollidiot. Oh, ich baue mir meine eigenen Trolls hier ein.
Beziehungsweise ich troll mich. Ja, aber was bringt dieses eine Leben, was da oben ist? Das braucht man ja gar nicht. Oh oh. Nein! Zu spät in die andere Richtung gedrückt. Scheiße. Okay. Mittlerweile kann ich das hier schon ganz gut runterspielen. Ich glaube, das muss man so machen, oder? Nein. So, jetzt aber normal. Normal, 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 normal. Okay. Sehr gut. Wir haben es genommen. Nein, nein. Hoch, ja. War das richtig? Hätte ich in die Tür gemusst. Rennt, ihr Schweine. Rennt, ja. Nein, die haben die gerade den... Oh, ich muss mit, glaube ich. Oh, das ist noch Midway. Die haben den Midway kaputt gemacht. Aber das war nur ein Fake und ich glaube, da ist der echte. Oh, da ist gerade so viel passiert. Ich habe nicht gecheckt, was ich alles machen muss. Also man kommt an der einen Stelle da aus einer Tür. Dann stürzt... Nein, dann stürzt man ab. Dann wird man klein, dann muss man in eine Pipe. Dann stürzt man wieder ab. Und dann kommen die... Dann kommt die Viecher von hinten und dann muss man schnell weg vor denen. Und dann kommt hoffentlich... Ah, da, genau, dann kam ja der Midway, genau. Wollte ich sagen, dann könnte echt langsam mal ein Midway kommen. Und da war ja dann einer. Den ersten Fake, was ist eigentlich in den anderen Dingern drin? Nix, okay. Hallo? Okay, da. So, warte mal. Kann ich jetzt sofort wieder in die Tür gehen? Nein. Okay, also ich muss hier rein. Kann ich hier in eine Pipe links oder rechts? Nein. Das heißt, ich muss jetzt hier rüber, da drauf, da hoch. Und jetzt aber hinter den her. Und jetzt ist hier ein... Yes! Wir haben Midway. So, jetzt müssen wir nur warten, bis das ausgelaufen... Okay. Aber wir haben den Midway. Von daher ist mir das egal. Mal sehen, was jetzt passiert. Okay, wir sind safe. Ah, hier... Ah, wäre ich im richtigen Moment hier hingesprungen, ist man safe. Und hier ist der Boden weg, oder? Ja, okay. Ich hätte also, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich im richtigen Moment nach rechts springen können, dann wäre ich auch safe gewesen. So, jetzt hier. Ich muss mir den Pilz holen, damit ich hier einen Muncher-Run machen kann. Links, unten, rechts. Was? Links, unten, rechts, rechts, links, unten, oben, links? Muss ich das da eingeben oder? Nee. Ah, ich muss... Hier ist ein Pfeil nach oben. Ich muss dahin, wo der Pfeil nach oben ist. Vielleicht muss dahin springen, wo der Pfeil nach oben ist. Also hier. Ach shit, ich bin nicht gesprungen. Shit. Vergessen zu springen. Da, der vorletzte, da ist auch noch ein Pfeil nach oben. Da muss ich vermutlich hin. Da muss ich hinspringen. Von hier aus. So. Ja, da ist nämlich ein Pilz drin. Ja. So. Oh. Aber ich bin ein bisschen erschrocken. Ich wollte mir gerade die Situation angucken. Okay, das ist nicht so schwer. Das haben wir relativ schnell gecheckt, dieses Rätsel. So, jetzt einfach hier bleiben. Verarscht. So.
Jetzt muss ich den auslösen. Dann geht der nach rechts. Und dann kommt er nach links. Und da, wo die beiden Pfeile nach oben ist, muss ich auf den drauf springen. Also. Was? Oh. Der wird super schnell auf einmal. Was für Assis. So, wie soll ich das denn jetzt timen? So, ich warte einfach wieder. So. Also im richtigen Moment. Nee. Boah, wie soll ich das denn timen? Das ist ja. Das ist ja so ungewohnt, dieses Timing. Kann ich nicht einfach bis hierhin laufen? Ja. Yes, geowned. So. Wow, nice. Sind das Leben? Ja, es sind Leben. Cool. Jetzt hole ich mir das. Und dann hier runter. Warum sollte ich die hier aktivieren? Okay, gar nicht. Dann den. Was? Was? Hä? Was ist denn da jetzt passiert? War das ein Kettenhund getarnt als ein Pilz oder was? Hä? Was soll ich denn da machen? Kann man auf Kettenhunde Spinjumps machen? Ich weiß das nicht so genau. Die sind ja auch nicht Vanilla. Kettenhunde sind ja nicht Vanilla. Glaube ich, oder? Die gab es ja in Super Mario... Ach, scheiße. Die gab es ja in Super Mario World, glaube ich, nicht. Aber wir gucken mal, ob wir einen Spinjump drauf machen können, wenn ich es nochmal bis dahin schaffe. Okay, also, aber brauche ich den P-Switch? Wie soll ich denn an den P-Switch kommen? Oder das ist nur ein Troll, dass man denkt, man muss den Pilz einsammeln. Oh, wenn man Spin Jump. Ja. Spin Jumperino, nice. Was? Oh nein, der läuft gar nicht nach links, der springt hoch. Also beim ersten Mal drüber springen, beim zweiten einfach nach links wieder gehen. Ist das ein sackgesichtiger Mole. Und natürlich der Hack Creator auch. Boah, dieses Timing hier, das ist. Das nervt. Nein, zu viel nach rechts gedrückt. Oh, wie doof. Okay. Oh, jetzt habe ich es aber einigermaßen drauf. Langsam das Timing davon. Bin Jumperino. Wow. Und jetzt einfach nach links. Nach links. Nice. Oh, der kommt wieder. Oh, okay, der geht einfach nur im Kreis. Das heißt, wir können jetzt hier lang. Hier lang. Nein, 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 nein. Da bin ich safe anscheinend. Hey, wieso killt ihr mich denn nicht? Normalerweise haben die eine riesen Hitbox, die Dinger. Hä? Irgendwo was. Hä? Der ist nicht echt. Was ein Beschiss. Okay, nein! Oh oh. Nein! Und
und ich habe einen Checkpoint gehört. Oh, no. Ich habe einen Checkpoint gehört. Ey, was war das da eigentlich gerade am Ende für ein Troll? Man stand auf einer Plattform, die schmiert ab und dann denkt man, man will nicht in die Lava fallen und drückt rechts. Und dann ist da aber noch eine zweite Plattform, auf der man steht. Das heißt, man schmiert nicht ab. Und dann läuft man in die Pipe rein, die das. Und die bringt einen wieder an Anfang zurück, oder was? Nee, die ist anders! Ah, das ist gar nicht der Anfang. Das ist genauso wie bei dem Just Cook Level. Man ist gar nicht am Anfang. Das ist anders jetzt hier. Das ist jetzt anders, guckt mal. Aber wartet mal, wenn ich jetzt den P-Switch auslöse, mache ich doch die Blöcke da weg. Seht ihr? Guckt mal, jetzt ist das andersrum. Ich muss da jetzt einfach so rein. Doch, ich muss. Oh, man kommt woanders raus. Man muss den P-Switch drücken. Aber immerhin scheint das jetzt hier als noch ein weiteres... Das hier, ups, ach shit. Das hier scheint jetzt als noch ein weiterer Checkpoint. Also ich glaube mal, wir sind sogar tatsächlich weiter jetzt. Ich frage mich zwar, was passiert ist, wenn ich mich da nicht hätte trollen lassen und wäre nicht in die Pipe da gelaufen. Aber das hier scheint jetzt hier ein weiteres Level zu sein. Jetzt bin ich... Oh, da kommt ein Yoshi runtergeflogen. Und den braucht man natürlich. Natürlich braucht man den Yoshi, der da im Nachhinein runterkommt. Oh, da kommt sogar noch ein Pilz. Nein! Da ist ein Scheiß. Aber da brauche ich den Yoshi. Okay. Da ist jetzt also auch ein Pilz versteckt. Scheiße. Da ist ein Pilz in der Wand versteckt. Okay. Jetzt muss man das ganze Level erstmal wieder neu lernen und checken. So, also. Nehmen. Rein. Rüber. Hier lang. So, jetzt ist hier ein Pilz in der... Nein, nicht reingeschafft, scheiße. Da ist ein Pilz und da kann man anscheinend einfach durch. Ist da jetzt oben nichts mehr drin? Doch, trotzdem noch ein Chuck drin. Okay, aber der Chuck ist jetzt in einem anderen Block drin. Hä? Wo kam jetzt der Pilz her? Wie hat Yoshi denn jetzt instant irgendeinen Pilz in der Wand gefressen? So, wie kriege ich den jetzt hier durch? Shit, so schon mal nicht. What the fuck? Das ist zum Beispiel Jank. Sowas sollte nicht passieren. Also was sollte gar nicht passieren. Ich glaube, wenn sowas passiert, kann man eventuell durch diesen... Ah, guck mal, ich krieg Yoshi langsam raus. Durch Pause und wieder Nicht-Pause. Nein, falsche Richtung. Man muss halt im richtigen Frame endpausieren, damit er weiter vorwärts kommt. Nein. Ich hatte ihn schon so weit vorne. Komm wieder nach vorne zu mir, Yosh. Vielleicht komme ich jetzt an ihn dran. Nee. Yes! Nein, da war ein Pilz! Ah, wartet mal. Oh. Hä, wieso? Ach, der kann da gar nicht durch. Scheiße. Man muss das während des... Wow. Man muss das während des... P-Timers machen, weil dann kann man da nur durch. Okay, ich muss sterben, glaube ich.
Okay. Ich hab zwar geschafft, Yoshi wieder aus der Wand rauszubuggen. Okay. Das nennt man übrigens in der Hacking-Szene, wenn man ein Level zweimal spielen muss und man denkt, man ist wieder am Anfang, aber in Wirklichkeit spielt man einfach nur eine Kopie. Oh. In Wirklichkeit spielt man nur eine Kopie des Levels. Dann nennt man das Twice-Twice. Weil man zweimal das Level spielt. Hier scheint jetzt wieder alles gleich zu sein. Okay. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wo jetzt der Pilz hier drin ist. Mach mal so. Shit, das war falsch. Der sollte den noch richtig kicken. Warum hat er den jetzt nicht richtig gekickt? Mal sehen. Ist jetzt hier noch alles gleich? Ne, jetzt... Oh, jetzt stirbt man da. Guckt mal, jetzt stirbt man da. Ja, also wenn man alles doppelt spielen muss und es nur so aussieht, als ob es das gleiche ist, dann nennt man das Twice Twice. Nein, oh, der Sprung dadurch ist so schwer. Ohne dass Yoshi den Pilz da frisst. Der hat echt überall, in allen möglichen Wänden, hat der Pilze versteckt, die Yoshi fressen kann. Ist das assi? Okay, also jetzt einfach hier durch, ne? Genau. So, hier ist... Nein! Der sollte Yoshi doch fallen lassen. Wieso kickt der Yoshi eigentlich manchmal nicht richtig fett weg? Und manchmal schon. Jetzt hat er ihn zum Beispiel überhaupt nicht gekickt. Der sollte den eigentlich voll zur Seite kicken und hat ihn aber nur fallen gelassen. Da check ich nicht. Wann er ihm manchmal einen Tritt in den Arsch gibt, dass der richtig weit fliegt und manchmal nicht... Ach, scheiße. Ja, jetzt komme ich da nicht... Ja, und da war natürlich ein Pilz drin. Jetzt bin ich sogar groß. Jetzt bin ich sogar groß. Okay. Ist das doof. Dieser eine Sprung da durch die Wand. Ich weiß auch nicht, ob ich da Yoshi einfach... Shit. Sah knapp aus. Das war auch knapp. Ob ich Yoshi da einfach irgendwie durchwerfen kann oder so? Ach, der Sprung ist so doof. Was soll das denn? Kann ich da irgendwie anders durch, damit es safer wird? Am liebsten würde ich hier Yoshi... Ja, genau, das habe ich schon mal gemacht. Darum habe ich das nicht nochmal versucht. Oh, nee, das mache ich jetzt nicht nochmal, das ist mir zu doof. Geil. Okay. Also ich muss das schaffen, ohne Yoshi zu werfen. Ich habe es ja schon mal durchgeschafft, aber der Sprung ist irgendwie kacke. Toll. Man darf also auch nicht zu nah ran. Wie soll das denn gehen, dieser Sprung? Verdammte Fresse. Man muss sich auch noch ein bisschen beeilen, weil man muss ja noch mit dem P-Timer durch diese eine Barriere da durch. Bei wo die Chucks sind. Oh, oh. Scheiße. Jetzt habe ich wieder so eine Stelle, die mir einfach zu schwer ist, wo ich zwar weiß, was ich tun muss, aber wo meine Skills nicht ausreichen, das anständig hinzukriegen. Okay, jetzt hier durch. Nein, wo kam denn der Pilz jetzt her? Oh, war der da vorher auch schon? Uff, 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 kann ich da nur sagen. Uff, 100. So, diesmal stirbt man da unten. Das heißt, man muss sich beeilen. Ah, jetzt ist der Pilz weiter oben. Oh, wartet mal.
Jetzt ist hier aber sowas. Was bringt denn das? Oh. Man braucht Yoshi gar nicht. Kann das sein? Nein! Bitte nicht! Brauche ich Yoshi vielleicht doch? Jetzt sah das Level wieder anders aus. Ich bin aber unten rausgekommen. Hä? Das war auf jeden Fall nicht richtig. Ich brauche Yoshi vielleicht doch. Nein, auf der linken Seite ist auch einer. Auf der linken Seite ist auch einer. Wartet mal, aber was bringt mir denn... Was bringt mir denn der Yoshi? Selbst wenn ich den hier hinten hinbringe. Ach so, oh, guck mal. Ich brauch den Yoshi gar nicht. Oder? Ich habe so ein... Das habe ich mir gedacht. Aber kann ich da stehen? Da konnte ich nicht stehen. Nö, also... Wartet mal, wo ist denn der Troll? Anscheinend auf dem Pfeil, der nach links geht. Auf dem Pfeil, der nach links geht, ist der Troll, so wie es aussieht. Also ich brauche den Yoshi da gar nicht. Ich brauche... Ups, ach scheiße. Ich brauche den überhaupt gar nicht ab der Stelle mit dem Cooper, so wie es aussieht. Ab der Stelle mit dem Cooper brauche ich den Yoshi nicht mehr. Ich muss zwar trotzdem dann hier den Scheiß am Anfang, den hier irgendwie schaffen. Und den, aber ab jetzt brauche ich den nicht mehr. Ab jetzt müsste ich auch alles ohne Yoshi machen können. So, und jetzt muss ich hier nämlich warten, bis das abläuft. Und dann wird nämlich aus dem Block, aus irgendeinem Grund, wird der zu einer Münze. Ja, keine Ahnung warum. So, und hier ist jetzt ein Troll. Kann ich hier noch stehen? Unten? Nein, shit. Also das sind zwei. Ich muss zwei überspringen. Ich muss zwei überspringen. Wie mache ich denn das am besten? Boah, dieses Level hier ist irgendwie ein bisschen länger, oder? Als das, was wir vorher gespielt haben. Wieder warten. Obwohl, wissen wir noch nicht. Ich glaube, 42 Minuten habe ich ja für das andere gebraucht. So, ab hier. Yes. Oh nein, nein, nicht schon wieder das gleiche. Wieder so ein doppelter Scheiß. Und wieder ein Checkpoint. Und wieder ein Checkpoint. Und jetzt ist es, glaube ich, wieder das allererste, oder? Ist es wieder das allererste mit dem P-Switch und dem Yoshi da oben? Wurde ich jetzt tatsächlich wieder an Anfang resettet? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es ist nur ein weiterer Twice. Aber wir tun mal so, als ob es der Anfang... Oh, das wäre richtig scheiße. Das wäre richtig scheiße. Nee, es ist was anderes. Es ist was anderes, Leute. Yes. Es ist nicht ein drittes Mal. Oder jetzt wieder ganz am Anfang. Es ist irgendwas Neues. Oh, oh. Wartet mal. Ich darf den P-Switch nicht drücken. Ich muss ohne den P-Switch da reingehen. Scheiße. Ach so, jetzt bin ich aber wieder hier. Okay, also es war auch wieder, war tatsächlich ein Checkpoint. Okay, warte. Shit. Ne, ich brauche den Yoshi. Den Yoshi brauche ich auf jeden Fall. Ich darf aber den P-Switch nicht drücken. Okay. Nein. Ach Mann. Ich gehe mal einfach nur so rein. Dann können wir uns das jetzt nochmal angucken. Jetzt ohne P-Switch-Timer. Dann kann ich diese
Münzen da. An diesen Münzen hier vorbei. So. Ah, genau. Und jetzt brauche ich aber einen Yoshi. Ja. Oh. Oh, da waren... Warum war da eine Pipe? Ah, jetzt bin ich mal wieder hier. Oh, das ist gut. Ah, guck mal, es ist eine Reset. Eine Reset-Pipe, eine unsichtbare. Jetzt kann ich nämlich den Yoshi mitnehmen. Genau. Und mit dem Yoshi können wir jetzt nämlich... Mit dem Yoshi können wir jetzt das Ding hier fressen. Und dann... Oh, wartet mal. Oh, oh, ich glaube, ich brauche einen P-Switch. Ich glaube, ich brauche den P-Switch. Warte mal, können wir nochmal zurückgehen? Können wir, ja. Ich check nicht, was da für eine Pipe ist. Irgendwie so eine unsichtbare, die nach rechts geht. Das sah fast so aus, als ob ich jetzt den P-Switch brauche. Um da hinten so einen Block aufzuhalten. Ja. Wie drücke ich den jetzt? So. Jetzt rein. Genau, guck mal, da ist nämlich eine kleine Pipe. Da wäre ich jetzt nämlich reingelatscht in die kleine Pipe, wenn ich den P-Switch nicht gedrückt hätte. Und, reicht's? Ja, das war richtig. Yes. Wir haben es geschafft, Leute. Und stopp. War sogar schneller als Karls Toilet. Dragon Rose hat es da gerade nochmal geschrieben. Nice. Das war Just Cooked Alive. Wir sind aber den letzten Troll, sind wir echt gut umgangen. Also es hätte jetzt nochmal, hätte vielleicht sogar tatsächlich, wäre es auf 42 Minuten rausgekommen, wenn ich nicht da aus irgendeinem Grund im letzten Moment noch gestoppt hätte und nicht das Ziel ausgelöst habe, zum Glück, mit dem Yoshi in der Hand. Sonst wäre ich nämlich noch in diese kleine Pipe da reingekommen am Ende. Und die hätte mich dann wahrscheinlich in diese Stacheln, die da am Ende waren, reingeschubst oder so. Ja, nice. Cool. Das heißt, wir haben heute zwei schöne, echt schöne Troll-Levels gespielt, sind aber ganz gut durchgekommen, muss ich sagen. Ich hatte auch schon mal, also die kam mir bekannt vor, das war nicht 100% Blind, weil ich hatte die, meine ich, schon mal in irgendeinem Video oder bei irgendeinem Streamer, hatte ich davon schon mal Teile gesehen, glaube ich. Darum, mir kam einiges davon, kam mir bekannt vor, immer mal wieder so eine einzelne Stelle oder so. Aber hat Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Dass wir auch mal sowas gespielt haben. War auf jeden Fall sehr lustig. Und wir werden jetzt noch ein bisschen marbeln, oder? Machen wir noch ein bisschen Marbles.